Empire Strikes Back ist besser als A New Hope. Der Pate Teil 2 ist besser als der Pate Teil 1. The Dark Knight ist einfach großartig und noch besser als Batman Begins. Terminator 2 besser als Terminator. Die alle kennt ihr, aber hier kriegt ihr eine Liste von mir mit 10 weiteren Filmen, wo der zweite Teil besser ist als der erste. Toy Story 2 ist besser als Toy Story 1. Das Toy Story Franchise ist wahnsinnig beliebt und mit dem ersten Toy Story hat sich Pixar wirklich einen Namen gemacht und einen der besten Animationsfilme aller Zeiten geschaffen. Mit Toy Story 2 haben sie dann das Unmögliche geschafft und einen noch besseren Film hingekriegt, der in die Herzen aller Pixar-Fans geschlossen wurde. Er macht alles besser, was Teil 1 schon gut gemacht hat. Die Freundschaft zwischen den Charakteren, die Story, die Musik. Es ist einfach alles besser an diesem Film. Manche finden sogar, dass Toy Story 3 noch besser ist und der beste in der Trilogie. Für mich ist Toy Story 2 der allerbeste. Spider-Man 2 ist besser als der erste Spider-Man. Ich bin in dem Alter, dass ich mit den Tobey Maguire Spider-Man-Filmen aufgewachsen bin und der erste Spider-Man-Film war bahnbrechend. Und als dann der zweite Film rauskam mit Doc Ock, es war einfach unfassbar, was hier geschaffen wurde, vor allem mit den Special Effects. Die Story war sowas von mitreißend und der Film funktioniert fast 20 Jahre später immer noch. Top Gun Maverick ist besser als der originale Top Gun. Gerade erst erschienen ist Top Gun Maverick einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geworden und das zu Recht. Der erste Top Gun ist ein Klassiker und hat wirklich auch seinen Platz in der Filmgeschichte, aber Top Gun Maverick hat natürlich 30 Jahre später mit so viel besserer Kameratechnik mit so einem gigantischen Budget einen bombastischen Actionfilm geschaffen, der seinesgleichen sucht. Ich war sehr skeptisch bei Top Gun Maverick und bin rausgegangen mit dem größten Grinsen aller Zeiten. Ich liebe diesen Film. Captain America Winter Soldier ist besser als der erste Captain America? Der erste Captain America war in der ersten Phase des MCU noch sehr in den Kinderschuhen und ein ziemliches Experiment. Plötzlich ist ein Film, der in den 40er Jahren spielt und ein Charakter, den kaum einer kennt, soll der plötzlich bekannt machen. Er hat es geschafft und ich fand ihn immer noch gut, aber Winter Soldier hat all das genommen, in die Moderne gebracht und einen der coolsten Villains in dem Winter Soldier, Bucky Barnes, geschaffen. Wir haben einen wahnsinnig coolen Spy-Thriller-Film und die Action ist absolut glorreich. Jeder neue Fast and the Furious-Film ist besser als der originale The Fast and the Furious. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich mich nicht auf einen Film beziehe, aber der erste Fast and the Furious hat mit so einer simplen und einfachen Idee begonnen und war auch erfolgreich und danach wurden die Filme einfach nur absurder, aber irgendwie haben sie gewusst, was sie sind und wussten auch, wer ihre Audience ist. Und deswegen funktionieren die Filme und deswegen kommt auch 2023 Fast X, der 10. Film im Franchise, raus. Trainspotting 2 ist besser als der originale Trainspotting. Ich weiß, das ist vielleicht eine sehr kontroverse Meinung. Ich finde, dass Trainspotting ein absoluter Kultfilm ist, den man immer noch anschauen kann. Aber Trainspotting 2, der knappe 20 Jahre später spielt, hat so viel mehr Gefühl, so viel mehr Tiefe und so viel mehr Atmosphäre, dass ich finde, dass er besser ist als der erste Teil. Man spürt einfach, dass die Charaktere gealtert sind, man spürt, dass Zeit vergangen ist und man spürt auch die Rivalitäten zwischen den Charakteren und das macht eigentlich den ersten Teil noch besser, was die eigentliche Aufgabe eines Sequels ist. Blade Runner 2049 ist besser als der originale Blade Runner. Das ist jetzt vielleicht eine sehr kontroverse Meinung, weil Blade Runner so als der absolute Sci-Fi-Klassiker schlechthin gehandelt wird, aber ich muss sagen, was Denis Villeneuve 2017 mit Blade Runner 2049 hier geschaffen hat, ist nichts anderes als ein absolutes Meisterwerk. Man kommt zurück in diese Welt, die in den 80ern geschaffen wurde von Ridley Scott, basierend auf einem Buch und alles fühlt sich so echt an, alles fühlt sich so gritty an und es sind einfach tatsächlich 30 Jahre vergangen und das merkt man, auch wenn die Essenz des Films immer noch besteht. Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Aliens ist besser als Alien. Nachdem der erste Alien eigentlich ein Horrorfilm ist und immer noch gut funktioniert, weil es einfach ein super guter Film ist, hat Aliens alles anders gemacht und einen Action-Sci-Fi-Film draus gemacht. Die creepy Atmosphäre ist immer noch da, es sind neue Charaktere da, die Aliens sind noch gruseliger als vorher und es ist dadurch eines der besten Sequels aller Zeiten geworden. Er macht alles, was der erste Film gut gemacht hat, noch besser. Leider ist da dann auch Schluss, weil Alien 3 und 4 und dann auch irgendwann Covenant und Prometheus einfach niemals auf den Standard der ersten beiden Alien-Filme gekommen sind. Mad Max Fury Road ist der beste Mad Max-Film. Mit den ersten drei Mad Max-Filmen hat sich Regisseur George Miller einen Namen gemacht und Mel Gibson zum absoluten Weltstar gemacht. Das postapokalyptische, dystopische Feeling und die Action, die Sprüche, die Kostüme, alles hat einfach damals sehr gut funktioniert. Ich persönlich war nie großer Fan dieser Trilogie, war aber wahnsinnig gehypt auf den Film Mad Max Fury
Road, der 2015 erschienen ist und einen der besten Trailer aller Zeiten hatte, der mich sowas von gehypt hat. Mad Max Fury Road hat nicht ohne Grund etliche Oscars abgesahnt für Visual Effects, für Szenenbild, für alles Mögliche, einfach weil er so brachial aussieht und diese postapokalyptische Welt in einem ganz anderen Glanz erstrahlen lässt. Mad Max Fury Road ist eine glorreiche Fahrt von A nach B und genau genommen B nach A zurück. Und sie ist geladen mit Action, mit Benzin und mit absurden Charakteren. Ich finde diesen Film absolut fantastisch und er macht alles besser, was die ersten drei Filme angefangen haben. Auch wenn Mel Gibson nicht vorkommt und Mad Max gespielt wird von Tom Hardy, macht er einen fantastischen Job. Und der neue Charakter Furiosa, gespielt von Charlize Theron, ist das Beste, was dem Mad Max-Franchise passieren konnte. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Film Furiosa, der dann die Vorgeschichte dieses Charakters erzählen wird. Und jetzt das Beste Sequel aller Zeiten, Creed. Creed ist besser als die Rocky-Filme. Genau genommen ist Creed kein wirkliches Rocky-Sequel, aber es spielt in der gleichen Welt, es ist die gleiche Geschichte und für mich ist es Rocky 7. Sylvester Stallone ist zurück als Rocky Balboa, Michael B. Jordan spielt Adonis Creed, einen jungen Boxer, der von Rocky trainiert wird und der Film macht einfach alles richtig. Er ist der beste Rocky-Film seit Rocky 1. Er hat das gleiche Feeling, eine ähnliche Geschichte, eine Underdog-Story und dafür bin ich einfach immer zu haben. Nein, man muss die ersten 6 Rocky-Filme nicht gesehen haben, um Creed genießen zu können. Creed ist ein in sich selbstständiger Film, der wirklich auch auf eigenen Beinen stehen kann und jetzt mit Creed 2 und sogar Creed 3 ein eigenes Franchise geboren hat. Das ist ein erfolgreiches Sequel, wenn es so gut ist, dass es danach auf eigenen Beinen stehen kann und sogar ein eigenes Franchise hat. Schreibt mir in die Kommentare ein paar Sequels, die ihr vielleicht besser findet als den Originalfilm und ansonsten like, subscribe und bis dann. Ciao.